Hallo und willkommen zurück, meine lieben Rollenspiel- und Zwergenfreunde, zu Baldur's Gate, der Enhanced Edition. Ja, nachdem wir von der Gnoll-Festung gehört haben, sind wir erstmal dorthin unterwegs, weil das irgendwie interessant klingt, dass da eine Gnoll-Festung ist. Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Und so können wir auch ein bisschen unseren Ruf steigern vielleicht. Bevor wir zu den Minen von Naschkell aufbrechen. Und uns die schöne Gegend angucken. Und Swarte töten. So, Swart tot. Gucken wir weiter. Ist ja schon mal gut, dass wir jemanden mit einer magischen Waffe haben, die dann nicht mehr zerbrechen kann, fürs Erste. Lasst sie uns ordentlich verdreschen. So, Wolf, au. Auf jeden Fall wären zum Beispiel für Nera und für. Okay, Chartil ist schon Stufe 2. Die hat arg wenig Konstitution, was doch so ein Grund ist, warum ich sie nicht mitnehmen möchte. Ah, wir sind im Wolkengipfelgebirge. Gucken wir mal, wenn wir hier rausgehen. Gibt es hier neben den Minen von Naschkell auch noch ein Ich werde mich in Gebiet? Handumdrehen darum kümmern. Ah ja, die wirklich guten Charaktere sind halt wirklich gut oder neutral. Weil man sieht, Chartil ist zwar sehr stark, aber mit ihrer Konstitution ist sie mäh. Auch wenn sie hohe Geschicklichkeit hat, während Kegane mit seiner hohen Konstitution zwar ziemlich gut ist, aber mit seiner 16 Stärke dann wieder drum nicht so toll. Deswegen müssen wir dem auf jeden Fall die Ogerkrafthandschuhe geben, sobald wir sie mal finden. Ach ja, der Wasserfall. Oh, Schreckenswolf. Lasst sie uns ordentlich verdreschen. Okay, Chartier mal wieder heilen. Was einzig gut an Kegane ist, ist, dass er sich selber heilt in dieser Zeit. Okay, gehen wir mal hier rein. Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. So, das war noch ein Schreckenswolf. Was hat er bewacht gehabt? Oh ja, die Hellebarde. Das war, glaube ich, nur eine +1, oder? Ja. Er kann leider keine Hellebarde. Also er könnte schon, aber er ist mit einer Einhand-Axt besser bedient. Aber er kann Flegel und Morgenstern. Habe ich sowas? Ja, Tatsache.
Gut, dann braucht er nämlich keine Äxte mehr, solange er den Flegel hat, bis wir eine bessere Axt finden. Nur zu fragen. Weil der Flegel ist eigentlich genauso gut wie die Axt. Also fast. 1W8 plus 3 wäre das. Also wir haben 4 bis 11 und das wäre nur 1W6 plus 3. Aber trotzdem ist der Flegel dann ein bisschen besser, weil er eine magische Waffe ist. Dadurch kann er nicht kaputt gehen. Oh, und es dunkelt langsam. Oh, Gegner. Oh, Knoll. Wie wär's damit, Drecksbär? Mal aus der Schussbahn holen. Der Benoit hat es nämlich irgendwie auf sie abgesehen. So. Das Geld können wir mitnehmen, ja, was die haben. Nur zu fragen. Oh, am unteren Kartenrand können wir gar nicht raus, weil es nach unten gar nicht weiter geht. Außer wir würden nach Am wollen, aber da wollen wir ja nicht hin. So, hier wäre der Weg raus, Richtung Neufestung. Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Aber jetzt wollen wir erstmal gucken, wie wir hoch auf den Wasserfall kommen, dass wir dem Mädchen helfen können. Auch wenn wir ein böser Charakter sind, wir sind halt ein Barde. Versuchen alles Mögliche, um unseren Ruf auch ein bisschen aufrechtzuerhalten. Also ich möchte ihn schon gerne so auf wenigstens 12 haben. Meine Katze, sie hat hier am Wasserfall gespielt und ist ausgerutscht. Ich hoffe, hier ist nichts passiert. Ja. Das liebe Kind Triäne hat mich durch einen Tränenschleier gebeten, ihre Katze aus dem Wasserfall zu bringen. Ich bringe es zwar nicht über mich, ihr zu sagen, doch ich befürchte das Schlimmste. Ja, außerdem spielt da immer noch Gorions Erziehung mit rein. Auch wenn der uns manchmal sehr viel auf die Nerven gegangen ist. So, tote Katze. Ich will zu meiner Mami. Ich will zu meiner Mami. Ist schon gut, das hat sie öfters gemacht. Papa kann sie ja einfach wieder aufwecken. Hier, könnt diese Schriftrolle haben. Mein Papa hat sie mir gegeben, aber ich kann sie sowieso nur nicht lesen. Diese Dummheit hat man nur einem männlichen Anführer zu verdanken. Ja. Danke, dass sie so schnell gefunden hat. Das war sehr freundlich von euch. Ja, und noch eine Schutzformel. Oberflächenbewohner können so dumm sein. Ja gut, Chartil ist halt chaotisch. Ich helfe euch, wenn ihr schafft, uns zu retten. Gut, alle haben was dazu zu sagen, dass sich unser Ruf verbessert hat. Wenigstens etwas.
Vor allem würde ich es auch vorziehen, einen Ruf von 10 plus zu haben, wenn wir in den nächsten Akt übergehen. Okay, wir haben irgendwo einen Gegner entdeckt. Ah, nicht Weltkarte. Meine Klinge wird euch zurechtstutzen. Winterwolf. Wie kann ich helfen? Gegen den Winterwolf? Oh, haben wir nichts, was wir nutzen könnten. Aha. Und sie ist halt. Bleib zurück und gib Acht. Wo läufst du lang, Herrgott? So. Worum ihr braucht, nur zu fragen. Schatil, Stufe erhöht. Sie braucht noch ein bisschen. So. Nein, ich möchte Schatil nicht zweiklassig machen. Ich kann ihr einen weiteren Punkt geben. Den Langschwert. Fertig. Jetzt hat sie wenigstens etwas Lebenspunkte. So ist ihr ETW besser. Damit ist ihr ETW schlechter, weil sie damit nicht umgehen kann. Mhm. Ja? So, da hätten wir den Winterwolf-Pelz, den uns der Typ in Nashkel abkauft. Wie ihr wünscht. Also der Händler. Für den ersten macht er mir, glaube ich, einen sehr guten Preis. Ah, Ingot. Was willst denn du? Verdammte Festung. Wenn ihr dorthin geht, dann erobert sie. Welche Festung? Die Festung im Westen. Ich wollte die Gefangene rösten, aber die anderen wollten sie lieber am Leben behalten. Trottel. Und jetzt verstoßt mich meine Brüder aus dem Clan. Hört mich an. Ich werde ihr Fleisch noch kosten. Ja. Katze. So wie es sich anhört, ist das nicht das erste Mal, dass Triennes Katze stirbt. Neun Leben, heiliger Strohsack. Sag, gib mir einen eigenen Nekromanten, ich mache es ihr nach. Sie hat mir immerhin eine der Schriftrollen ihres Vaters gegeben. Was es auch immer sein mag, ist es sicher interessant. Ja, und über die Gnollfestung. Gefangene der Gnolle. In der Gnollfestung im Süden wird eine Frau gefangen gehalten. Sie könnte noch am Leben sein, denn ihre Wächter halten anscheinend Ingot von ihr fern. Aus wohlbegründetem Verdacht, dass der Gnoll sie verspeisen könnte. Mhm. Wenn es lustig, dass er uns nicht fressen will. Also für ihn wäre das gar nicht lustig. Hier wäre auch nochmal ein Übergang. Was ist es diesmal? Sie hat auch gerade keine Zauber. Wenn es ich tue es. Worum geht es diesmal? So, jetzt haben wir zwei Winterwolf-Pelze und Nera hat ihr Level-Up. Stufenerhöhung. P kann sie ja nicht benutzen. Ich würde ihr gerne einen Punkt in Schleudern geben. Ein Zauber des ersten Grades, 4 Trefferpunkte und 3 Sagenkunde. Ja? Dann hat sie vielleicht bald mal ihre Magie besser unter Kontrolle. Hoffe ich mal jedenfalls. Aber ja, 8 Lebenspunkte sind auf jeden Fall besser als nur 4.
Weil man merkt, Wölfe sind auch immer noch ziemlich stark. Obwohl wir schon Leute mit Level 2 und 3 haben. Also selbst ich bin schon Level 3. Gain ist halt noch Level 2. Nera, Chartil ist 3. Viziona ist 3. Nera ist 2. Und Emoen ist auch 3.